keinen Sinn. Die erste ist die vierte Bitte im Vaterunser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Die erste ist die vierte Bitte im Vaterunser. Der griechische Urtext spricht von ton arton hemon, ton epiousion. Die Schwierigkeit in der Deutung ist hier das epiousios. Es ist ein Neologismus, das heißt, es ist das erste Mal in der Literatur.
Der Winter war zu warm. Man kann Zahnpasta nicht zurück in die Tube drücken, heißt es. Mit der Natur verhält es sich ähnlich. Sie ist raus. Viel zu früh. Dieses Mal hat der Schnee nicht allzu viel Schaden angerichtet. Aber es wird nicht der letzte sein. La legna scalda tre volte, sagt man auf Italienisch. Holz heizt dreimal. Einmal, wenn man es fällt und spaltet, das zweite Mal, wenn man es ins Haus trägt und das dritte Mal, wenn man es im Ofen anzündet. Ich habe eine Motorsäge. Aber wenn man viel Zeit drinnen verbringt, ist es eine willkommene Abwechslung, mit der alten Handsäge und ihren fehlenden Zähnen zu hantieren. Wenn man in den Alpen spazieren geht, trifft man mit etwas Glück auf den majestätischen Steinbock. In diesem Fall kann man ihn gut und gerne mit Ciao grüßen. Denn eigentlich sind sie alle Italiener. Oder zumindest waren es ihre Vorfahren vor ein paar Generationen. Im 19. Jahrhundert nämlich war der Steinbock bis auf eine kleine Population nördlich von hier ausgerottet worden. Es gab weniger als 100 Exemplare in dem Gebiet, das zu Italiens erstem Nationalpark werden sollte. Heute, dank der Schutzbemühungen, stolzieren wieder 55.000 Steinböcke durch den ganzen Alpenbogen. Weitaus leichter zu erschrecken sind ihre entfernten Verwandten, die Gämsen. Es sind Alpenantilopen. Genauer gesagt eine Art der weniger schmeichelhaft benannten Gattung der Ziegenantilopen. Man merkt fast, wie sie das missbilligen. Ich habe ein Paar, das in den Felsen unter meiner Hütte lebt, auch wenn sie im Sommer gerne höher steigen. Es ist nicht leicht, diese schreckhaften Geschöpfe zu beobachten, da sie beim ersten Geräusch pfeifen, um andere zu warnen, und schon sind sie dahin.
Auf der Südseite konnte man nach ein paar sonnigen Tagen wieder draußen arbeiten. Eine der Herausforderungen bei der Arbeit ohne Maschinen in dieser Art von Gelände ist, dass man versuchen muss, effizient zu sein. Ich kann nicht einfach das Loch graben, die Erde irgendwo aufschütten, später die Erdsäcke füllen und dann alles wieder zurückbringen. Damit man nicht jeden Kubikmeter zwei- oder dreimal umschichtet, muss ich graben, die Säcke füllen und nach die Mauer bauen. Das ist nicht ideal, denn es ist schwieriger, Pläne zu ändern oder später anzupassen. Aber so ist es nun mal. Es war einige Stunden lang windig gewesen, obwohl meine Einsiedelei ziemlich geschützt ist. Ich sah den Blättern beim Tanzen zu und begrüßte meinen neuesten Nachbarn, der offenbar gerade eingezogen war. Doch als das Rauschen auf dem Gegenhang lauter wurde, begann ich mir Sorgen um den anderen Nachbarn zu machen. Es sind zwar nur 10 Minuten Fußweg, aber die Welt dort drüben am Nordhang ist eine andere. Nicht nur, dass der Boden bis zum Frühjahr kaum mehr auftaut, sondern wenn es stürmt, bekommt jene Seite die ganze Wucht ab. Martins Fleck hat es schlimm erwischt. Ich kam nur wenige Minuten, bevor er aus dem Tal zurückkehrte. Er hatte das Auto zurückgelassen, um eine Säge zu holen, weil ein Baum über die Straße lag. Aber als er herunterkam, fand er noch viel Schlimmeres vor. Er war ziemlich stoisch und sagte dann sarkastisch: "Naja, wenigstens wird es eine spannende Episode für YouTube." Ich glaube, ich wäre nicht so gelassen gewesen. Das Leben in den Bergen.
Bisher war Martijn vor den Extremen, die es in diesem Teil der Welt gibt, weitgehend verschont geblieben. Sein zweiter Winter war mild wie der erste. Der Regen hatte nie die Ausmaße angenommen, die ich in meinen letzten 8 Jahren zweimal erlebt hatte. Aber heute zeigte der Berg, dass wir an seiner Flanke lediglich geduldete Gäste sind. Und nur, wenn wir aus härterem Stoff gemacht sind. Ich war beim Graben auf sehr harten Fels gestoßen und organisierte daher einen kleinen Helfer.
Der alte Balkon, sowohl das Metallgeländer als auch das, was vom Holz noch gut war, wurde recycelt, um das Hochbeet im Valipini zu bauen. Die Erneuerung des Balkons war ein Verbesserungsprojekt, das ich bereits im vergangenen Winter durchgeführt hatte. Ein Winter, der im Januar genauso mild gewesen war wie der heurige.
hölzerne Teil unterhalb des Balkons ist komplett abnehmbar. Das gleiche gilt für die Paneele oben und unten. Im Winter ist das Ganze ein saisonaler Zufluchtsort für einige der empfindlicheren Pflanzen, der sich schnell erwärmt und zudem für passive Sonnenwärme sorgt, wenn man die Türen zum Haus offen lässt. An milden, sonnigen Tagen, von denen es hier in der kalten Jahreszeit viele geben kann, feuere ich den Ofen nur mehr selten. Alles in allem eine wirklich tolle Ergänzung, die zudem nützliche Reste für das Walipini geliefert hat. Die moderne Welt ist faszinierend. Die Tatsache, dass das, was auf diesem Berg passiert, mit ein paar Klicks mit der ganzen Welt geteilt werden kann und dass ein solches Teilen etwas Alltägliches geworden ist, wäre mir als Kind unglaublich vorgekommen. Selbst dass ich im März ein zweites Loch am Graben war und von Zitronen träumte, verdanke ich dem Wunder der fließenden Elektronen und der hunderttausenden Kilometer langen Kabel, die diesen Planeten verbinden. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie von Walipinis gehört, wie diese unterirdischen Gewächshäuser genannt werden. Wenn wir auf die letzten Jahrhunderte zurückblicken, scheint es kein Wunder zu sein, dass der Fortschritt in aller Munde war und ist. Dieser Fortschritt verdankt sich zweifellos einem besonderen Umstand in der westlichen Geschichte. Im 13. Jahrhundert, als die Theologie die aristotelische Philosophie für sich entdeckte,
die Vernunft hochschätzte und die hellen, aufstrebenden Formen der gotischen Kathedralen in den mittelalterlichen Himmel stiegen, war das höchste Ideal des Menschen die Kontemplation Gottes. Das heißt nicht, dass man weltfremd war. Man denke nur an die Gründung von Universitäten, die Einrichtung von Hospitälern und die technologischen Entwicklungen, die bald im Zisterzienserorden gefördert wurden. Das Christentum war nie eine stoische Weltverachtung, sondern einfach die klare Ordnung zwischen dem Hüben und dem Drüben. Die Rolle der Kirche war umfassend im Leben der Menschen, so sehr, dass selbst Dekadenz, Skandale, Sünde im Klerus und in den Kirchenbänken, die es immer gegeben hat, sie nicht grundsätzlich in Frage stellen konnten. All dies änderte sich mit der Reformation. Die Renaissance, der Humanismus, die philosophischen Strömungen des Nominalismus und des Voluntarismus hatten den Weg geebnet. Das Individuum wurde stärker betont und die fideistische, antirationalistische Strömung der Reformation misstraute der Vernunft, weil sie an die völlige Verderbtheit der Menschen glaubte. Die katholische Synthese aus griechischem Denken und christlichem Glauben wurde als Verfälschung des Evangeliums angeprangert. Die Bibel und das persönliche Gewissen wurden gegen die Tradition und die Autorität der Kirche ausgespielt. Die Tatsache, dass die Bibel allein nicht so klar war, wie es die Reformatoren gepredigt hatten, führte zu heftigen Streitereien über ihre Auslegung unter den neuen protestantischen Bewegungen. Sie alle beanspruchten die biblische Klarheit und die Leitung durch den Heiligen Geist. Sie hatten einen Papst abgeschafft, und nun gab es an jeder Ecke jemanden, der päpstliche Erklärungen abgab und andere exkommunizierte. Luther mag sich auf der Wartburg vor katholischen Fürsten versteckt haben. Aber die Lutheraner würden wenig später den Anabaptistenführer Fritz Erbe in derselben Burg einkerkern, weil er die Bibel anders las, wenn es um die Taufe ging. Europa veränderte sich für immer. Bald folgten Kriege. Es stimmt, dass die Religion in diesen Auseinandersetzungen oft nur ein fadenscheiniger Deckmantel für politische Zwecke war. Als beispielsweise der französische Kardinal Richelieu im Dreißigjährigen Krieg die Ambitionen protestantischer Herrscher unterstützte und damit die Schrecken munter vorantrieb, geschah dies nicht aus Glaubensgründen, sondern um die habsburgische Vorherrschaft in Europa zu schwächen und französische Interessen zu fördern. Irrationalität, Machtspiele, soziale Unruhen, Kriege und Epidemien verwandelten die Religion vom unverrückbaren Fundament der mittelalterlichen Kultur in einen unsicheren Boden, auf dem sich die Menschen unversöhnlich gegenüberstanden. Am Ende setzten sich pragmatische Lösungen durch und die Individualisierung der Religion. In einem ersten Schritt wurden die Untertanen dazu gezwungen, der Religion ihres jeweiligen Herrschers zu folgen, bevor ein weiterer Prozess zur religiösen Toleranz führen sollte. Unter den Intellektuellen nahmen neue Ideen Gestalt an. Wenn die Religion die Welt nicht mehr einheitlich erklären konnte und die Suche nach der Weisheit und den letzten Gründen des Daseins zu einem Minenfeld geworden war, sollte nun die Wissenschaft in die Bresche springen. Die Wissenschaft, wie sie neu verstanden wurde. Um die Gottesfrage zu vermeiden, sollte sie sich nicht mehr mit dem Ziel der Dinge und dem Warum beschäftigen. Der Schwerpunkt lag nun auf den banaleren Fragen: Woraus bestehen die Dinge und wie funktionieren sie? Weg vom Sinn und hin zum Nutzen. Bald wurde die Welt selbst als eine Maschine verstanden. Und auch wenn Gott anfangs nicht geleugnet wurde, so wurde er doch darauf reduziert, wie ein Uhrmacher am Beginn zu stehen, die Rädchen montiert, justiert und das Werk aufgezogen. Seither läuft die Welt wie eine riesige Uhr. Die neue Aufgabe des Menschen bestand darin, sich diese Schöpfung untertan zu machen. Dem Philosophen Descartes zufolge sollte der Mensch Herr und Besitzer der Natur werden. Das war nicht länger der Gärtner, wie in Genesis, ein Hüter und Verwalter von Gottes Schöpfung, sondern jemand, der durch seinen Verstand die Dinge manipulieren und für seine eigenen Zwecke nutzbar machen konnte. Der Mensch war nicht mehr Teil der Natur, sondern ihr unterwerfender Herr. An dieser Schwelle beginnt die moderne Welt.
Seitdem hat sie viele Geheimnisse der Natur gelüftet und das Leben des Menschen durch technologische Entwicklungen gefördert, bewahrt und oft sogar gerettet. Zugleich aber wurde eine gezielte Ausbeutung und oft auch Zerstörung der Welt durch eine Philosophie eingeleitet, die, bar jeder Sinnfrage, zunehmend ethische Grenzen überschritt und die Menschheit mehrfach an den Rand des Abgrunds geführt hat. Und sie könnte unser aller Ende werden. Die Tatsache, dass Wissen zur Macht geworden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist Segen und Fluch zugleich. Und zwar Fluch umso mehr, je weniger die Fragen, was ist der Mensch und warum ist er, eine tiefgründige Antwort finden. Es ist nicht so, als ob diese Fragen obsolet geworden seien, weil die Wissenschaft die Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz bewiesen habe. Nein, die moderne Wissenschaft oder das, was die Menschen oft meinen, wenn sie von Wissenschaft reden, ist, wie wir gesehen haben, mit einem sehr engen Fokus auf das Materielle, das Quantifizierbare, das Zählbare konzipiert worden. Und im Gegensatz zu den schwer fassbaren Fragen nach der Weisheit und dem Sinn des Lebens, Fragen, über die gestritten werden muss, hat die Wissenschaft zu praktischen Erfindungen und Maschinen geführt. Es ist nicht so, dass es vorher keine technischen Entwicklungen gegeben hätte. Es hat sie gegeben. Aber typischerweise waren sie eingebettet in die tieferen Fragen der Menschheit. Sie selbst standen nie im Mittelpunkt des Denkens und Strebens. Das Hauptinteresse der antiken Welt und auch des Christentums galt der Frage, wie der Mensch ein gutes und gerechtes Leben führen kann, was seine Bestimmung und sein letztes Ziel ist. Auch wenn der mittelalterliche Mensch mit Hilfe statischer Berechnungen und ingenieurstechnischer Meisterleistungen die dicken romanischen Mauern aufbrach und Kathedralen des Lichts hoch in den Himmel baute, so war das erklärte Ideal inmitten dieser unzweifelhaften technischen Errungenschaften nie die Beherrschung des Kosmos, sondern die Beherrschung seiner selbst durch Tugend und Glaube. Diese letztere Art der Herrschaft, der Selbstbeherrschung, so behaupte ich, ist immer noch erstrebenswert. Wenn wir nämlich von Fortschritt sprechen wollen, führt kein Weg daran vorbei. Denn das Wort Fortschritt hat keine Bedeutung, wenn wir keinen Sinn in der Welt erkennen. Nur wer akzeptiert, dass es ein Ziel gibt, ist in der Lage zu beurteilen, ob eine bestimmte Sache, eine Erfindung oder eine Entwicklung uns tatsächlich diesem Ziel näher bringt oder ob sie uns davon wegführt. Fortschritt als Idee gehört, wie Chesterton einst sagte, nicht dem Atheisten oder dem Agnostiker, sondern dem Gläubigen.